Guten Abend, liebe Gäste, hier im MCBW-Forum bei der Munich Creative Business Week 2015. Mein Name ist Sabine Lenk und ich darf Sie im Namen von Bayern Design ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich natürlich den Referent unseres heutigen Abends, Dr. Thorsten Hübschen von Microsoft. Dr. Thorsten Hübschen. Wir werden heute Abend der Frage nachgehen, die Revolution im Büro, was ist gute Arbeit? Und ich glaube, wir haben da mit Microsoft, die erstmalig als Partner bei der MCBW mit dabei sind, einen hervorragenden Global Player natürlich gewonnen, der die ganze sonstige Landschaft unserer Programmpartner, die ja vielfach auch aus kleinen Unternehmen, Start-ups, Designstudios, aber auch dem Mittelstand bestehen, ganz erheblich bereichern. Jetzt aber, Herr Hübschen, ist das Podium Ihres. Vielen Dank für die Einführung. Ja, schönen guten Abend im Namen von Microsoft und von mir. Das ist das erste Mal, dass ich auf der Bühne stehe zu einem Tagesschau-Gong. Das habe ich mir irgendwie immer schon mal vorgestellt. Ja, ich freue mich ja auch, das erste Mal in diesem Kontext stehen zu können, also im Munich Creative Business Week. Microsoft bringt man ja sicherlich nicht so im ersten Moment in Verbindung mit Architektur und Design. Es gibt aber doch einen ziemlich engen Themenüberlapp und deswegen bin ich froh, da sprechen können heute dazu. Der Titel meiner Ausführung hier, die Revolution im Büro, was ist gute Arbeit, ist ein Thema, was mich seit ein, zwei Jahren sehr intensiv beschäftigt. Ich bin hier in Deutschland verantwortlich als CEO für den Geschäftsbereich Office und durfte da letztes Jahr den Geburtstag von Office feiern. Office ist 25 Jahre geworden. Ich hatte auch in dem Moment gedacht, da war ich gerade 15. Also es ist auf der einen Seite schon so lange her, auf der anderen Seite doch noch gar nicht so lange her. Es gab also meine Zeit vor Office tatsächlich, vor den PCs. Und im Rahmen dieser 25 Jahre habe ich wirklich zurückgedacht, habe gesagt, wir haben damals eine Revolution erlebt. Die Büros sahen damals wirklich noch anders aus. Da waren halt Schreibtische, wo kein PC drauf stand. Und man hat die Briefe auch noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und es ist, glaube ich, unbestritten, dass es eine sehr, sehr große Revolution war, als die ersten Computer, die ersten Textverarbeitungsprogramme Einzug genommen haben. Und jetzt, 25 Jahre danach, passiert irgendwie so was Ähnliches. Genauso wie wir damals das nicht richtig fassen konnten, was eigentlich passiert. Das ist, glaube ich, so ein Charakteristikum von der Revolution. Man merkt es erst danach oder man kann es erst danach benennen. Habe ich versucht herauszufinden, was passiert denn jetzt. Und jetzt passiert wieder was, das eine technische Komponente hat, die aber nur ein Teil ist. Es geht eigentlich viel tiefer. Es geht um gute Arbeit. Und warum ich das glaube und wie ich das einschätze und bewerte und wie der Zusammenhang mit Architektur ist, die Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen. Die Städte, die wir kennen, die wir im letzten Jahrhundert gesehen haben, die aufgebaut sind, die Skyline ziemlich stereotypisch für jede amerikanische Stadt oder für Frankfurt, für London ist, die sind gebaut herum um ein Bürogebäude. Das ist eine Sache, die vielleicht so trivial ist, dass man sie gar nicht mehr reflektiert oder bewusst ist. Aber Städte sahen ja nicht immer so aus. Wenn man sich mal Fotos anguckt von München vor 100 Jahren, von London vor 100, vor 200 Jahren, waren eben nicht die Skyscraper, die Wolkenkratzer, die das Stadtbild geprägt haben, sondern es waren Schornsteine. In München glaubt man das schon fast gar nicht mehr. Wir haben zwar immer noch die BMW-Werke in der Mitte der Stadt oder im inneren Gebiet der Stadt, aber so wirklich, dass Fabriken innerhalb von Städten sind, schwierig, ne? Also muss man unseren Kindern wirklich historisch noch erzählen. Und wenn man die Wahrzeichen von Städten sieht, merkt man es auch nicht mehr. Das war vor 150 Jahren exakt anders. Städte sind um Fabriken gebaut worden und entstanden. Man sieht es in München noch so ein bisschen, die Arbeitersiedlungen im Norden, in Milbertshofen, die an den BMW-Fabriken in der Nähe waren. Und das hat damals Stadtbilder geprägt. Und von diesem Ansatz, dass ich realisiert habe, Büros prägen Städte, wie sie heute sind, bin ich mal so ein bisschen tiefer in diese Geschichte des Büros eingestiegen. Und das Büro, wer kennt es, das Bild hier, Don Draper, also Mad Men, zeigt auf eine sehr schöne, plastische Art, eigentlich wie so die 60er Jahre, wie sich die angefühlt haben. Büros waren damals die Verheißung für ein besseres Leben. Gute Arbeit stand tatsächlich damals, ich darf im Büro arbeiten. Was in den 40er, 50er Jahren in den USA passiert ist, als Suburbs gegründet worden sind, als der Begriff White Collar Worker
geprägt wurde. Das heißt, dass der Wirtschaftsaufschwung im Büro passiert ist, dass Frauen arbeiten konnten im großen Stil im Büro, dass man dort gut verdient hat und dann seine heile Welt, also was man so bei Stepford Wives so sieht, sicherer Arbeitsplatz, sauberer Arbeitsplatz, keine körperliche Belastung mehr, gutes Einkommen, man kann sich die ganzen neuen Innovationen, die ganzen Kühlschränke leisten. Das war die Verheißung von Büro. Büro stand damals tatsächlich für gute Arbeit. Wenn ich ins Büro gehen durfte, wenn mein Mann ins Büro gehen durfte, meine Frau, wo man da leider noch nicht so weit war, aber wenn mein Mann ins Büro gehen durfte, dann war es richtig ein Aufstieg. Und dieses Versprechen, dass Büro eigentlich die Ankunft der Guten, der neuen Arbeit ist, das ist ziemlich, ziemlich großartig gescheitert. Wenn man sich dann in der Realität mal anguckt und mal so diesen Spiegel von dem netten Herrn Stromberg vorgehalten bekommt, von der Concordia-Versicherung, ist das auch Büroarbeit schon richtig, aber das ist eher, um es mit zartes Worten zu sagen, die Hölle, das ist das Büro und nicht irgendwie gute Arbeit, das findet im Büro statt. Und sicherlich ist es satirisch überzeichnet, aber also mir geht es noch so, wenn ich mich an manche Situationen erinnere, wenn ich zu Kunden gehe, zu anderen Firmen und dort so durch die Büros schreite. Das ist nicht so schlimm wie die Concordia-Versicherung, aber irgendwie fühlt sich schon auch so ein bisschen an. Und ich glaube, die Erfahrung, wenn man so liest von Berichten von Mitarbeitern auf Jobportal, auf Kununu, viele von den Stories sind ja leider viel zu nah an der Realität dran. Und ich glaube, diese Fragestellung, wie konnte eigentlich aus diesem Traum, gute Arbeit findet im Büro statt, hin zu Büro ist die Hölle auf Erden, oder zumindest ein Büro ist das, wo keine gute Arbeit stattfindet, wo eigentlich fast, bei Stromberg findet gar keine Arbeit mehr statt sogar. Wie ist denn das gekommen? Was war denn der Grund? Und der Grund ist, dass wir in eine Falle getappt sind. Wir haben gedacht, im Büro machen wir was anderes. Wir wollten raus aus diesen Fabriken, wir wollten raus aus den Kohlegruben, haben aber unsere Erfolgsprinzipien, das ist eine zutiefst menschliche Sache, mitgenommen. Damals, als Henry Ford diese Produktionslinie entworfen hat, den Ford T, das war der Beginn der Massenfertigung. Und das war für die Mitarbeiter damals eine Riesenrevolution, weil plötzlich wurde Autofertigung, das wurde früher durch Fachkräften gemacht, die, ja, ich glaube 83 Arbeitsgänge von End-to-End gemacht haben. Also wirklich ein Mensch hat ein Auto zusammengebaut. Damals gab es in Amerika ca. 4000 Autos. Also nicht pro Tag verkauft, sondern in Amerika fuhren 4000 Autos. Und die wurden halt von Fachkräften zusammengebaut und das dauerte ziemlich. Und die waren auch teuer hochbezahlt und man hatte gar nicht genug um dieses Know-how, wie baue ich ein Auto zusammen. Henry Ford hat diese Arbeitsschritte zerlegt in 83 Arbeitsschritte, die von einfacheren, ungelernten Arbeitskräften gemacht werden konnten und entlang eines Fließbands organisiert worden sind. Er und danach auch Taylor haben genau diesen sequentiellen Arbeitsprozess erfunden und geprägt und der war so erfolgreich, dass eben ein paar Jahre später Ford am Tag 4000 Autos produziert und verkauft hat. Und das war der Beginn eigentlich, der in Amerika der großen Revolution, auch dann in Deutschland, in Europa, in UK, von ja, Massenproduktion. Und dieses Prinzip, sequentielle Arbeit, einfacher Tätigkeit, das haben wir leider mal einfach ins Büro mitgenommen. Da stehen natürlich keine Fließbänder mehr, aber wenn man sich mal genau anguckt, sind die Schreibtische nichts anderes als genau solche Arbeitsstationen und das Fließband ist eigentlich das Papier. Papier wird von A nach B nach C, Umlaufmappe, Kollege Y muss noch abzeichnen. Das ist ziemlich ähnlich, es ist ziemlich arbeitsteilig und auch genauso entfremdet. Die Kritik, die damals Karl Marx geäußert hat, noch lange vor Taylor und vor Ford, war ja genau der Entfremdungsvorwurf. Dass die Arbeiter, die Weber, eigentlich nicht mehr wissen, was sie da für wen sie es tun und von ihren Arbeitsergebnissen entfremdet sind. Und obwohl Karl Marx in der Geschichte sicherlich weit zurück ist, die Analyse ist noch brandaktuell. In vielen Büros findet genau das statt. Menschen arbeiten an Dinge, wo sie weder sehen, für wen ist es denn, also wer ist der Kunde, noch was ist eigentlich das Produkt, und sehen nahezu keinen Sinn mehr in der Tätigkeit. Und das
ist was zutiefst Menschliches. Wenn man in solchen Sachen eingebunden ist, wird man tatsächlich depressiv. Und das ist so dieser Kern, was eigentlich hinter den Satiren von Stromberg steht. Wir haben Büros gebaut, die nicht aussehen wie Fabriken, zumindest in Deutschland nicht, haben aber diese tayloristische Arbeitsweise übernommen. In Deutschland geht es uns eigentlich noch ganz gut, weil das Damoklesschwert Cubicles ist natürlich an uns vorbeigegangen, weil wir Gott sei Dank, und da ist mal wieder ganz gut, dass wir Verordnungen in Deutschland haben, die Tageslichtverordnung hat uns da gerettet, dass wir keine Cubicles hatten. Nichtsdestotrotz haben wir lange Büroflure. Das ist tatsächlich schiefgegangen und von dieser Ansatz, dass wir in Büros eigentlich tayloristische Verfahren haben, die das immer noch prägen. Das war mal ganz gut. Früher Schreibstuben mussten ja auch so organisiert sein. Die gute deutsche Amtsstube, die tatsächlich in Deutschland erfunden wurde, war ja eine hocheffiziente Fabrik, wo Verwaltung gemacht wurde. Und das ist erstmal nichts Schlechtes daran. Problem war nur, in den letzten 30, 40 Jahren sind diese Arten von Tätigkeiten, nämlich dass wir Verwaltungsprozesse manuell machen, die gibt es ja nicht mehr oder sehr, sehr wenig. Die klassische Schreibstube, wenn Sie Mad Men sich angucken, haben Sie den ganzen Pool von Schreibkräften, die halt tippen. Diese Berufe gibt es gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig. Was heute ist, tatsächlich die Arbeit, die heute verrichtet wird, ist Knowledge Work, also Wissensarbeit. Und das war, als ich vor 10 Jahren bei Microsoft angefangen habe, sind wir mit meinem Team rausgefahren. Das war gerade so die Produktankündigung von Office 2007. Das war so die erste Version von Office, wo wir weggegangen sind von, ja, das ist Word, PowerPoint, Excel und Schreibmaschine hin zu, das ist was Neues. Bill Gates hatte ein paar Monate davor das so Memo geschrieben und einen Artikel, New World of Work hat das genannt. Und hat genau dieses Thema aufgegriffen, dass sie jetzt eigentlich Prozesse verändern, dass wir nicht mehr Informationsarbeit machen, sondern Wissensarbeit. Wir standen damals an so Vorträgen, eine Roadshow gemacht durch Deutschland, habe das so mit Inbrunst erzählt, hey, wir sind New Way of Work und wir haben es damals Business Productivity genannt. Also mit den Tools, mit den Technologien, mit den neuen Arbeitsweisen können Unternehmen produktiver werden. Ich habe das auch geglaubt und habe es erzählt und dann irgendwie nach dem Vortrag, also habe ich schon irgendwie gemerkt, wohlwollend aufgenommen, aber dann war die Frage eigentlich sofort, wieso kann ich jetzt damit schneller und besser Autos produzieren? Ja, also, ne? Und damals fehlte mir noch so diese, eigentlich die stringente Argumentation, warum das denn tatsächlich so ist. Wenn man sich heute mal die Zahlen anguckt, in Amerika war der Punkt, zwei schöne Diagramme mit zwei schönen Graphen, die eine Linie bezeichnet die Anzahl der Mitarbeiter oder der Menschen in Amerika, die Routinetätigkeit tun, also quasi Nichtwissensarbeit, und die andere Linie, die Nicht-Routine-Tätigkeit oder Wissensarbeit machen. Diese beiden Linien haben sich gekreuzt. Und zwar etwa vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren ist in Amerika die Hälfte der Bevölkerung in wissensarbeitsnahen Berufen tätig gewesen. Und weniger als 50% in Routine-Tätigkeit. Die Kurven sind weiter auseinandergegangen. Mittlerweile, je nach Zahlenbasis, ist man so bei 60 oder mehr Prozent Wissensarbeit. In Deutschland haben sich diese Zahlen vermutlich vor 5 Jahren gekreuzt. So, das heißt tatsächlich, wenn Sie heute gucken, wer mittlerweile in Deutschland was tut, sind mehr als die Hälfte der Menschen machen Wissensarbeit. Wissensarbeit war früher klassischerweise Ingenieure, Anwälte, Forscher. Mittlerweile, wenn Sie sich Berufsbezeichnungen angucken in verschiedenen Sparten, eigentlich fast jede Sparte, vom Vertriebler bis zur Führungskraft, bis zum Analysten, überall dort, wo soziale Intelligenz, analytische Intelligenz gefordert ist, kommunikative Intelligenz, ist das eine Art Wissensarbeit. Und Wissensarbeiter gehören nun mal nicht ins Büro. Ein Schreibtisch ist ein Fließband, wo man repetitive Papierarbeit macht. Wissensarbeit ist Denken und Kommunizieren. So, wir haben tatsächlich diese Entwicklung hier in Deutschland, gerade auch in Deutschland, in Amerika gab es tatsächlich schon, wenn ihr jetzt bei einer Recherche auf ein interessantes Buch gekommen von 85, was hier kaum bekannt war, hat der Verfasser sehr, sehr hellsichtig, also man könnte das Buch genauso lesen, als ob es vor 2 Jahren geschrieben worden ist, obwohl es 30 Jahre her ist, genau beschrieben, welche Arten von Führung diese Wissensarbeiter eigentlich brauchen, wie die miteinander arbeiten wollen, was die für Führungskräfte brauchen.
und ja, steht da nicht alles drin, wir haben es irgendwie völlig verpasst, weil ein Wissensarbeiter können sie halt nicht managen über, ja, du musst irgendwie 10 Ideen pro Tag haben oder sowas oder so und so viele Stunden am Schreibtisch gesessen haben, da kommt schon was raus. Also eine inputbasierte Messung von Wissensarbeit ist einfach unsinnig. Also das KPI Ideen pro Tag gibt, ist nicht operationalisierbar, zumindest so. Was jetzt mittlerweile Firmen langsam, aber ehrlich gesagt jetzt ziemlich schnell aktuell realisieren, ist, dass eine Grundannahme falsch ist. Und zwar das Wort Personalkosten ist falsch. Es sind Personalassets. In dem Fall früher, dass die Assets Maschinen waren. Das heißt, eine Firma, die Werte einer Firma waren Maschinen und die Menschen waren da, um diese Firma zu bedienen, um diese Maschine zu bedienen. Da waren es Personalkosten. Ja, weil die Menschen waren, mal etwas salopp gesagt, genauso wie Schmiermittel oder irgendwas, die Bedienung dieser Maschinen. Ja, im Prinzip ging es darum, dass diese Maschine läuft. Die Maschine hat vorgegeben den Takt der Firma und auch die Wertschöpfung der Firma. Deswegen Personalkosten. Das war ein Kostenblock. Je billiger, desto besser. Hauptsache, die Maschine hat funktioniert. Wissensarbeiter sind die Produktion, ist das Produktionsmittel selber. Der Wissensarbeiter nimmt Daten und Informationen, bestehendes Wissen und macht daraus neues Wissen. Das heißt, der Wissensarbeiter selber und die Wissensarbeiterin selber ist die Maschine, ist der Produktionsfaktor. Und das mal in BWL 1 übersetzt, ist das Asset. So, das heißt, wir reden von Personalassets. Es gab in den letzten 30 Jahren immer mal wieder die Sache, ja, Personal ist das Wichtigste, bla bla bla, wurde aber nie so richtig gelebt, sondern war dann immer wieder, ja, es ist schon wichtig, aber eigentlich doch ein Kostenfaktor. Das dreht sich gerade vollkommen um. In manchen Branchen, Anwälte, Beratung, war das schon früher so, weil oder in vielen Dienstleistungen, wo ja, das wirklich das, ja, das Produkt war, den Dienstleistungen, den man verkauft hat. Aber mittlerweile geht das quer durch die Branche, also man versteht, Wissensarbeiter sind mein wichtigstes Asset. Und es ist nicht nur ein beliebiges Asset, es hat eine ganz spezifische Sache. Bei Maschinen ist es so, ich habe eine Maschine, die reicht nicht mehr, ich stelle eine zweite Maschine daneben, zwei Maschinen, kann doppelt so viel produzieren. Ne? Fließbänder sind additiv skalierbar. Wissensarbeiter nicht. Wenn ich einen Wissensarbeiter habe, einen Spezialisten, der halt einen Job tut und der schafft es nicht mehr, weil er halt irgendwie nur gewisse Zeit irgendwie am Tag arbeiten kann und ich setze jetzt den zweiten daneben, machen die beide zusammen nicht den doppelten Output. Sondern sie machen entweder viel weniger, weil sie sich die ganze Zeit irgendwie nur abstimmen und streiten oder wie auch immer oder nicht zusammenkommen oder verschiedener Meinung sind. Oder sie machen sehr viel mehr, machen vielleicht das Zehnfache, weil sie beide gemeinsam synergetisch auf Ideen kommen, die keiner alleine gemacht hat. Aber 1:1 ist nie 2. Es ist entweder 1,2 oder es ist 10. Oder jede beliebige andere Zahl, aber es ist nicht 2. Und das heißt, wenn man das sich überlegt und zusätzlich noch merkt, dass Wissensarbeiter auch nicht ersetzbar sind, einfach. Also bei Fließbandarbeit ist natürlich so, da gibt es irgendwie Menschen, die es besser oder schlechter können, aber im Wesentlichen kann ich erstmal jemand schnell anlernen und genau diesen Job machen lassen, weil es ja eben definiert wird durch die Maschine, durch den Prozess ist definiert, was er tun soll oder sie tun sollen. Das heißt, die Tätigkeit wird definiert durch die Maschine oder den Prozess. Das heißt, Ersetzbarkeit ist relativ einfach gegeben. Bei Wissensarbeitern wird ja gar nicht definiert, wie oder was er tun soll oder sie. Das heißt, einfach zu sagen, Person A ist jetzt gerade nicht mehr verfügbar, ich ersetze ihn oder sie durch Person B, das geht nur sehr bedingt. Und diese beiden Sachen, nicht additiv skalieren, nicht ersetzbar, heißt, dass die wirklich wichtig sind. Und ich als Unternehmen nur einen einzigen Hebel habe oder der größte Hebel, den ich habe, ist die Produktivität meiner Wissensarbeiter zu erhöhen. Und zwar jeder Einzelne. Die richtigen Leute vom Arbeitsmarkt irgendwie zu mir einladen und dann die bestehenden, die ich habe, einfach produktiver machen. Weil ich kann sie nicht skalieren, ich kann sie auch nicht ersetzen. Und wenn man sich da mal überlegt, was treibt denn die Produktivität von Wissensarbeitern? Produktivität ist so ein ja, fast verruchtes Wort. Also hier in Deutschland zumindest, weil das so nach Akkordarbeit klingt. Ich meine hier Produktivität im sehr positiven Sinne.
Produktivität, weil im Sinne von produktiv sein, wenn man mal das etwas altmodische deutsche Wort wirksam sein nimmt, ist das psychologisch und auch ethisch ein sehr, sehr positives, belegtes Wort. Menschen wollen wirksam sein. Menschen wollen ja was bewegen. In dem Sinne Produktivität verstanden, sind Wissensarbeiter ja an vier Sachen interessiert oder brauchen vier Dinge. Im Team zusammenarbeiten. Und das ist ganz einfach gemeint. Im Team arbeiten macht Spaß, also kann Spaß machen mit dem richtigen Team, ist aber echt komplex. Wirklich so banale Dinge der Teamorganisation, irgendwie wer hat jetzt welche Version von welchem Dokument und wer hat mit wem gesprochen, was ist die gemeinsame Entscheidung, wer schreibt das Meetingprotokoll, wie finden wir zusammen einen Meetingraum, wo wir alle gleichzeitig sind und wer hat eigentlich das Flipchart mitgenommen von der letzten Besprechung. Ne, das sind alles so Sachen, die so beim Dilbert fast als Witze sind, aber das ist echt relativ komplexer Prozess, den zu managen. Kennt ja jeder von Studienbeginn an und im Unternehmen ist das meistens sogar noch viel schlimmer als im Studium. Ne, dass man genau irgendwie, nee, also ich dachte, du schreibst die Notes. Und das ist aber die Kernwertschöpfung eigentlich. Also man arbeitet im Team und im Team entsteht das auch. Und da geht momentan sehr, sehr viel Reibungsverlust einfach weg, weil wir da nicht die richtigen Hilfsmittel haben. Office ist ja seit 10 Jahren fokussiert um dieses Thema, wie mache ich Teamwork eigentlich effizient? Und glauben Sie mir, es ist echt ein hartes Problem. Ein lösbares Problem, aber ein Problem, was wirklich sehr viel Intelligenz braucht, was sehr viel auch Technologie braucht und was viel auch Neudenken braucht. Aber geht. Das heißt Teamwork. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um besser im Team zu arbeiten. Und zwar ganz pragmatisch handfest. Also wer schreibt die Notizen und wie mache ich irgendwie To-Do-Listen im Team? Kommunikation. Wir leben halt nun mal in Welten mittlerweile, wo Teams zusammengestellt werden, nicht weil das ist Abteilung oder Unterabteilung X bis Z in der Concordia und die machen halt irgendwie Schadensbearbeitung Teil 1 und arbeiten im Team zusammen, sondern Teams setzen sich zusammen nach Themen. Es gibt gerade ein interessantes Buch, das heißt Schwarmdumm, von einem Autor im Campus Verlag, der sagt irgendwie ganz provokant, dieses ganze Gerede von im Team sind wir alle intelligenter und Schwarmintelligenz ist halt so eine ganz tolle Sache. Das ist richtig, dass Schwarmintelligenz funktionieren kann, funktioniert aber dann, wenn es große Schwärme sind, wo sich dann zu einem Thema Experten zusammenfinden, die was zu sagen haben. Einfach nur Schwarmintelligenz, immer die 10 Leute irgendwie stimmen über irgendein beliebiges Thema ab und sagen, ja, Mehrheit siegt, führt genau zum anderen Effekt. Ne? Weil irgendwie die Mehrheit nämlich im Zweifel nicht recht hat. Also er zeigt ziemlich deutlich irgendwie, dass die Mehrheit sogar genau ziemlich zuverlässig nicht recht hat. Also wenn sie kleine Schwärme haben, die immer dieselben Leute sind, funktioniert es überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen Teams zusammenstellen, die sich öfters ändern und die auch, sag mal, divers sind. Und divers heißt tatsächlich geschlechterdivers, kulturell divers, sprachdivers, kontextdivers. Man merkt das eigentlich gerade jetzt erst. Also wir sind ja auch ein globales Unternehmen natürlich. Und diese Unterschiede, wie ein Franzose denkt, wie ein Engländer denkt, wie ein Deutscher denkt, damit das als Potenzial zu sehen, dass tatsächlich irgendwie es ganz verschiedene Sichten auf die Welt sind, die sich ergänzen, die erstmal große Kommunikationshürden sind, aber die tatsächlich einem zum Nachdenken anregen, das kommt gerade erst. Also wir sind jetzt im Jahr 50 der Globalisierung oder so, aber dass man es als positiv in der Masse implementieren kann oder nutzen kann. Ein Beispiel hier in Frankreich, da gibt es ein Wort für sich durchwursteln, würde man auf Deutsch sagen, was ein extrem positives Wort ist, also ein lobend anerkennendes Wort. Also wenn ich zu meinem Chef sage, er ist ein großer Durchwurstler, heißt das irgendwie, er ist ein absolut talentierter, improvisierender Krisenmanager. Dieses Wort gibt es im Deutsch nicht. Es gibt sogar diesen Begriff nicht in diesem Kontext. Und das ist halt eine Sache, wo man echt lernen kann, dass wir Deutschen halt und jeder andere Nation halt gewisse Begriffskontexte hat, die man nur durchbrechen kann oder erweitern kann, wenn man sich den anderen Kulturen mal stellt. Oder auf eine Art stellt, dass der Kontext rüberkommt und hier alles irgendwie ins Englische übersetzt, also ins
international Englisch übersetzt, wo eh die meisten Kontexte wegfallen. Kreativität, also da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen zu. Das ist eine Sache, die sowohl alleine passiert, also ich alleine vor meinem Photoshop, aber auch gerade im Team zusammen und auch vor allen Dingen in verschiedenen kreativen Umgebungen. Ich gehe halt mal im Park, um eine Idee zu haben, oder ich spreche mit Leuten, ich gehe in die Sauna, ich gehe joggen, keine Ahnung. Also diese Kreativitätsarbeit, wo ich Ideen habe, wo ich meine Intuition zu Papier bringen kann, wo ich Dinge begreifen kann, auch das kann man tatsächlich als Prozess sehen. Wir sind ja eben nicht eben Künstler, wo ja, irgendwie man irgendwie auf eine Eingebung wartet oder wo man halt irgendwie einen großen Maß von künstlicher Freiheit irgendwie annimmt, sondern man kann auch Kreativität produzieren oder produktiver machen. Ich komme gleich dazu, wie man es eigentlich machen kann. Fokus als letztes. Es gibt nichts, was einem Wissensarbeiter so sehr stinkt und von der Arbeit abhält und von Produktivität abhält, wenn er oder sie Dinge machen muss, die langweilig sind, die Routinetätigkeit sind, die nerven. Wenn ich morgens früh 10 Minuten warten muss, bis mein Rechner startet, ne, ist es schon mal irgendwie 20% der Tagesproduktivität weg, weil ich einfach keinen Bock habe. Nicht, weil ich dann nicht mehr leistungsfähig bin körperlich, sondern weil ich mental einfach irgendwie genervt bin. Und Wissensarbeiter sind tatsächlich dann produktiv, wenn es ihnen gut geht. Und diese Themen, also wirklich einen Fokus auf die Wissensarbeit zu nehmen und alles andere wegzulassen, das ist eine Sache, die aus dem Bereich Design ja sehr bekannt ist. Ne, Design ist ja genau, alles wegzulassen, was irgendwie stören könnte auch. Das ist, sag mal, in der bisherigen Bürowelt nicht notwendig gegeben. Ich glaube, jede Büroanekdote, jeder Dilbert ist voll davon von Dingen, wo man sagt, das nervt mich jetzt irgendwie in meiner Tätigkeit, weil ich schon wieder irgendwie eine Aktennotiz oder ein Locher oder was auch immer tun muss. Und das als Produktivitätsfaktor zu nehmen, diese Dinge wegzurationalisieren und nicht nur zu sagen, ich spare dadurch 5 Minuten Zeit am Tag oder 10 Minuten, sondern anzuerkennen, dass diese Zeit nicht nur die 10 Minuten sind, sondern es ist damit verbunden auch eine massive Demotivation oder einfach Genervtheit ist, die sich sofort auf Produktivität umschlägt. Das Ganze zusammen ergibt aber tatsächlich auch noch ein größeres Thema, nämlich Gesundheit. Gesundheitsmanagement in Unternehmen ist gerade in Kinderschuhen. Man war sehr gut beim Thema Arbeitsschutz von Produktionsarbeit, also in Deutschland mit Schutzhelm und mit wirklich Vermeidung von Arbeitsunfällen, das können wir ziemlich gut. Also Prozesse so gestalten, dass körperlich einem nichts passiert. Gesundheitsmanagement für Wissensarbeiter ist was anderes. Gesundheitsmanagement für Wissensarbeiter ist tatsächlich nicht, dass man verhindert, dass einem ein Stein auf den Kopf fällt. Also sollte man auch verhindern, aber das ist nicht das typische Gesundheitsrisiko bei der Wissensarbeit. Gesundheitsrisiko bei der Wissensarbeit sind im Wesentlichen psychische Themen. Und das kommt tatsächlich daher, weil Wissensarbeit setzt uns Stress aus. Wissensarbeit setzt uns Emotionen aus. Viel mehr Emotionen als früher. Man hat Kontakt, also als Vertriebsmensch hat man Kontakt mit sehr vielen Leuten, die alle unterschiedliche Interessenslagen haben, die auf einen einprasseln. Man ist ausgesetzt mit einem höheren Grad an Unsicherheit. Und geht mir selber so. Ich gehe manchmal an einem Tag in die Arbeit und weiß eigentlich an dem Morgen noch nicht, kriege ich eigentlich das Ding hin, was ich heute Abend liefern muss. Also heute zum Beispiel, als ich die Folien gemacht habe, heute Morgen, hatte ich gedacht, also bin gespannt, ob ich die hinkriege, ne? Weil irgendwie um 18 Uhr stehst du auf der Bühne. Hat mir auch noch einen gewissen Stresslevel gemacht. Und das ist eine neue Art von Stress, die es in der Routinetätigkeit nicht gibt und die man wirklich managen muss. Und das Yoga-Bild, also diese Arten, sich wieder die Energie zu holen, das ist nicht nur ein, ich will, dass meine Mitarbeiter, dass denen gut geht, dass sie irgendwie das Unternehmen nicht verlassen, oder dass ich irgendwie einen Burnout von mir verhindern soll, sondern es geht genauso, wie ich um die Gesundheit meiner Fabrikmitarbeiter mir Sorgen gemacht habe, also dass ich Grippeimpfung gemacht habe, dass keiner irgendwie ja, nicht arbeiten konnte, weil er Grippe hatte, ist es bei Wissensarbeitern so, dass eine mentale Gesundheit, eine sogar bis zum Thema Happiness gehend, direkten Produktions- oder Produktivitätsimpact hat, einen sehr direkten. Schlecht gelaunter, demotivierter, depressiver Vertriebsmitarbeiter ist nicht gut im Kundengespräch. Kunde riecht das sofort. Deswegen ist Gesundheitsmanagement eigentlich oder das Thema Gesundheit eine Querfunktion zu der ganzen Produktivitätssicht, die ich eben gebracht habe.
wie gehen wir das denn nur an? Also wenn das jetzt alles stimmt, wo ich sie mitgenommen habe, ist jetzt die Frage, wie sieht dann gute Arbeit wirklich aus? Was gute Arbeit ist, habe ich gerade gekennzeichnet. Wissensarbeit, die so ist, dass man produktiv und gesund dabei ist. Ganz breit gesagt. Welche Arbeitsumgebung braucht man denn, dass es geht? Und dieser Ansatz ist gar nicht neu. Und zwar sind es eigentlich nur drei Dinge. Es sind Menschen, es sind Orte und es sind Technologien. Und das war schon immer so. Als damals die ersten Fabriken gebaut worden sind, hat man die ja gemacht, weil in der Mitte der Fabrik stand eine Maschine und die hat man geschützt. Also man hat einen Raum drum gebaut, um diese Maschine zu schützen, und zwar vor Diebstahl, vor Umwelt und vor Spionen. Und hat dann Prozesse gemacht, dass Menschen diese Maschine bedienen können. Man hat die Uhr erfunden und die Sirene, wann die Schicht anfängt. Und Technologie war die Maschine selber. Das heißt, wie organisiere ich Menschen, welche Technologien setze ich ein, welche Orte brauche ich dafür? So hat man Arbeit immer schon organisiert. Das ist auch heute so. Wenn ich mir überlege, wie mache ich jetzt die neue Arbeitswelt, gucke ich mir wieder an, welche Menschen brauche ich, wie organisiere ich die, wie führe ich die, wie wollen die geführt werden, welche Technologien setze ich ein und an welchen Orten findet das statt. Der entscheidende Unterschied, warum die Fragestellung jetzt dieselben Muster hat, aber genau andersrum gestellt ist, früher habe ich das um Maschinen herum gebaut. Die Maschine war im Zentrum und ich habe Orte und Menschen darum gebaut, um diese Maschine möglichst optimal zu bedienen. Nun ist es exakt andersrum. Ich stelle den Menschen in den Mittelpunkt, der Mensch ist das Asset, und ich baue Maschinen um ihn herum, um sie herum, damit er möglichst gut arbeitet, möglichst produktiv arbeitet. Und das aus einem ethischen Aspekt und aus einem wirtschaftlichen Aspekt. Weil das tatsächlich der Kern des Unternehmenserfolgs ist, dieses Asset möglichst gut zu bewirtschaften. Und außerdem entwickelt sich Gott sei Dank jetzt auch die Gesellschaft hin, dass das Thema Corporate Responsibility auch tatsächlich als Kern gesehen wird. Und diese beiden Sachen sind in dieser Perspektive eben keine Widersprüche oder keine Kostenfaktoren, sondern sind ein und dasselbe. Wie macht man es konkret? Also wie sehen denn jetzt wirklich Menschen, Technologien und Räume aus für die neue Arbeitswelt? Für Menschen, also die menschlichen Faktoren, sind im Wesentlichen drei. Wie ist die Unternehmenskultur? Wie sieht Führung aus? Und wie sieht die Organisation aus? Mit der Kultur fängt es tatsächlich an. Man sieht ja heute, wenn man beispielsweise im Fokus war ja wieder die Umfrage, die besten Arbeitgeber Deutschlands 2015. Wenn man sich da mal anschaut, welche Unternehmen gewonnen haben, waren da Unternehmen dabei, wo die Gründer oder jetzt die Geschäftsführung sehr, sehr klare Philosophien haben, wie sie ihre Kultur vorgeben wollten. Drogeriemarkt DM ist seit Jahren eigentlich einer der besten Unternehmen in Deutschland, sowohl von dem Erfolg in ihrer Branche als auch von Arbeitgeberperspektive. Und Professor Werner, also der Gründer von DM, hat den Menschen immer in den Mittelpunkt gestellt. Es war immer die Sache, ich baue ein Unternehmen um den Menschen herum. Und diese Kultur zieht sich tatsächlich durch. Man merkt es auch, finde ich, wenn man in den DM-Markt reingeht, merkt man, dass die Mitarbeiter dort tatsächlich happy sind ziemlich und irgendwie auch Ownership für ihren DM-Laden da gerade haben, also für den Drogeriemarkt. Dass sie irgendwie wissen, woran sie arbeiten, wie sie miteinander arbeiten, dass sie irgendwie motiviert sind. Das zeichnet auch tatsächlich immer diese Kultur aus. Und Kultur, es fängt mit Kultur an. Leadership leitet sich dann sofort ab aus der Kultur. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe eine gemeinsame Zielvorstellung, ich akzeptiere und ich wertschätze, dass ich Wissensarbeiter habe, die ich führe, muss Führung natürlich was ganz anderes sein. Es ist nicht mehr am Fließband, irgendwie stoppe ich irgendwie, wie viel Akkordschläge machst du denn, sondern es ist mehr ein Coaching, mehr ein Entwickeln, mehr ein Führen durch Sicherheit geben, als ein Führen durch Anleiten. Und letztlich Organisation, und das ist in der Tat die größte Herausforderung für die große Konzerne gerade oder für große Strukturen. Wie baue ich denn Organisationen auf, die das auch gewährleisten können? Weil Organisationen waren ja immer dafür da, um skalieren zu können. Wenn ich eine Organisation habe, der Größe
50, 100, 1000 Menschen? Brauche ich in irgendeiner Weise Hierarchien, Kästchen, Abgrenzungen, dass ich dieses Gebilde in irgendeiner Weise noch handhaben kann? War früher die einzige Möglichkeit. Also als man noch papierbasiert war, konnte ich irgendwie Organisationsdiagramme malen, Arbeitsabläufe malen, um halt irgendwie an jeder Stelle des Unternehmens nicht unendlich viele Menschen miteinander reden zu lassen, sondern immer kleine Einheiten zu haben, die man irgendwie managen kann. Solche Organisationen, von denen ich rede, die eher netzwerkartig sind, das ist echt komplex abzubilden. Ne, weil potenziell jeder mit jedem spricht, Teams ändern sich dauernd, da können sie halt keinen Org-Chart mehr hinmalen. Beziehungsweise sie können schon, ändert sich jeden Tag nur. Und das geht tatsächlich gerade erst in der letzten Zeit mit Technologien. Dass sie sagen, sie bauen wirklich mal eine Organisation, die definieren eine Organisation, die zu jeder Zeit schon klar definiert ist. Weil wir können natürlich nicht sagen, ich führe einen Großkonzern so als Waldorfschule, jeder darf mal mit jedem und jeder darf mal entscheiden. Gar nicht der Fall. Ne, sondern es ist einfach viel mehr im Fluss und zu jeder Zeit ist klar, wer was entscheiden darf, wer was mitbestimmen darf, wer für was zuständig ist. Nur das ändert sich viel schneller. Es ist eben nicht mehr jede 2, 3, 4, 5 Jahre eine Reorg, sondern es ist im Fluss. Es gibt keine Reorganisation mehr in dem großen Sinne. Und da ist tatsächlich Technologie der Träger gewesen, der das angestoßen hat. Und zwar Technologie tut 3 Sachen jetzt, abstrakt gesehen. Technologie beschleunigt Prozesse. Jeder ist mittlerweile daran gewohnt, wenn ich bei Amazon bestelle, also dass ich es mal spätestens am nächsten Tag in der Packstation habe, eigentlich heute Abend. Wenn man sich überlegt, so als ich noch klein war, fand ich immer diesen Otto-Katalog ziemlich cool, wo man da mal bestellen konnte, hinten so mit Postkarte. Da war dann irgendwann mal in den nächsten Wochen das Lieferdatum. Ne? Also es gab eine Expresslieferung dann für übernächste Woche oder so, aber das war halt schon mal ein bisschen länger. Und diese Beschleunigung eben durch automatische Prozesse, und das ist eben Technologie gewesen, dass Dinge, das Zeitspannen, für die man wartet, eigentlich nahezu auf null runtergeschrumpft sind. Sei es jetzt irgendwie Zeiten, die was mit Entfernung zu tun haben. Also wenn ich nach Amerika einen Brief schreibe, ist es halt heute eine E-Mail und die ist sofort da. Und auch die Sendung, die gestern in Amerika gesendet worden sind, streame ich mir heute. Oder wenn es Sachen gibt, die von Komplexität von Prozessen was zu tun haben, bin ich halt auch gewohnt, also Logistik-Bestellprozess, dass der einfach sofort durchläuft. Das Thema assistieren, in der komplexen Welt von heute, brauche ich sowas, was wir vor 15 Jahren, 17 Jahren mal angefangen haben mit Clippy. Wissen Sie noch Clippy? Also Karl Klammer in Deutsch. Also in Office dieser lustige Büroklammer-Freund. Der hat einen ja dann immer mal so wieder erinnert, hast du denn auch gespeichert? Ich sehe, sie möchte es gerade im Brief machen, soll ich dir ein Template vorschlagen? Das war gut gemeint, aber noch ein bisschen hilflos, weil Clippy hat halt nicht so viel Rechenpower gehabt. Aber diese Idee, dass da eine Person ist, eine virtuelle, die mir hilft, die mir bei Routinetätigkeiten hilft, die meinen Kontext kennt, die mich entlastet von Dingen, an die ich sonst denken müsste. Dieses Prinzip, das kommt jetzt gerade in der Wiedergeburt wieder, weil in der komplexen Welt wie heute braucht eigentlich fast jeder Mitarbeiter, jeder Wissensarbeiter eigentlich einen Privatsekretär, Business Manager, einen Assistenten, um das irgendwie zu managen. Wir kriegen alle so viele E-Mails und so viele Sachen bei Microsoft, das geht fast gar nicht mehr sonst. Also man braucht eigentlich dieses Vorzimmer, um so arbeiten zu können. Und wir haben weder genügend noch Menschen, noch irgendwie auch, eigentlich haben wir nicht genügend Menschen, um für jeden einen Assistenten einzustellen. Und deswegen ist das Thema digitaler Assistent der Kern, dass es überhaupt funktioniert. Ich kann so eine komplexe, dynamische Organisation nur machen, wenn ich irgendwelche digitalen Assistenten habe, die mir das, was früher ein Vorstandssekretär erledigt hat, irgendwie jetzt digital erledigen. Die Technologien sind jetzt Gott sei Dank so weit. Heutzutage, mein Handy hat etwa, ich glaube, so 10.000 Mal mehr Rechenpower als mein PC, wo damals Clippy draufgelaufen hat. Da gibt es jetzt eben solche Technologien wie Cortana, also von Microsoft, der digitale Assistent, der eben sehr, sehr viel mehr Kontext weiß über mich. Der weiß halt irgendwie, wo mein Friseur ist, der weiß irgendwie, mit welchen Projekten ich arbeite und kann mir viel mehr helfen. Kann ich halt sagen, wenn Cortana weiß, irgendwie ich fahre heute Abend nach Hause, also ich bin nicht auf einer Dienstreise, guckt er automatisch die Staumeldung nach auf der Verbindung von Unterschleißern nach Schwabing und sagt irgendwie, hey, du hast nachher einen privaten Termin, fahr mal 10 Minuten früher los, was Stau ist. Das poppt dann einfach auf.
Und das ist auch nicht Magic, sondern das ist irgendwie relativ einfache Verknüpfung von ein paar Internetdaten und von ein paar Kontextdaten. Aber genau das ist eben wertvoll. Im Sinne von, du hast ein Word-Dokument, speicher das mal, das ist nicht so wertvoll, aber im Sinne von, hey, fahr noch früher nach Hause, da kann ich mit was anfangen. Und das letzte, Empower, das ist jetzt die wirkliche Kernwissensarbeit. Und so hat eigentlich die ganze Technologie angefangen. Mein Vater war damals Leiter von einem technischen Rechenzentrum beim größeren Industrieunternehmen und die haben so die ersten CAD-Arbeitsplätze eingeführt. Das war genau eigentlich das Wissensarbeiter, also Ingenieure, Konstrukteure, die mit CAD-Software das, was sie sonst am Reißbrett gemacht haben, ja, 3D machen konnten und wirklich begreifen konnten. Menschliche Biologie funktioniert so und deswegen heißt es in Deutschland nicht ohne Grund begreifen. Alles, was ich visuell in irgendeiner Form sehen kann, modellieren kann, kann ich sehr, sehr viel besser kreativ bearbeiten, Ideen machen. Ich muss es wirklich begreifen können. Und CAD-Software hat genau das gemacht, ne? Also man konnte halt virtuell diese Bauteile, die man sonst nur in Schnitten gesehen hat, wirklich begreifen und war um ein Vielfaches produktiver. Und diese Art von Technologien gibt es jetzt eben in viel mehr Branchen. Es hat irgendwie angefangen in der Konstruktion, aber jetzt ist eben von Anwaltskanzleien, die Tools haben, die jetzt automatische Textrecherche machen, Redakteure, wo Berichte vorgefertigt werden oder vorbereitet werden, oder auch klassische Business Intelligence, also Finance-Controlling-Funktionen, Führungsfunktionen, wo ich dann Auswertung über mein Geschäft, über meine Kundendaten halt visuell sehen kann, damit spielen kann. Das ist alles Kernwissensarbeit, wo ich von Maschinen unterstützt bin in meiner Intuition. Orte. Wir bauen gerade ein neues Büro. Wir ziehen von Unterschleißheim nach Schwabing jetzt, in der Parkstadt Schwabing an der Autobahn, sehen Sie auch schon wahrscheinlich die Baustelle, und bauen das auf eine sehr andere Art, als Unterschleißheim gerade aussieht. Unterschleißheim ist noch vom Ansatz her relativ stark an so Bürogebäuden orientiert. Also Trakte von früher mal Büro, mittlerweile haben wir fast überall Open Space natürlich, aber noch eigentlich eher um den Schreibtisch herum gebaut. Auch jetzt fast 20 Jahre alt. Schwabing wird nicht um Schreibtisch herum gebaut. Wir haben da gar nicht mehr genügend Schreibtische für jeden Mitarbeiter drin. Also wir werden ein sehr hohes Maß an Desk-Sharing haben, weil tatsächlich Wissensarbeit findet nicht mehr am Schreibtisch statt. Man braucht noch Zonen, wo ich auch mich mal hinsetzen kann und irgendwie einen Bericht runtertippen kann, also Folien machen, mal immer noch am Schreibtisch. Aber tatsächlich heute, Mehrzahl meiner Arbeit findet halt statt in Besprechungen, im Rumlaufen. Also ich gehe mittlerweile bei jedem, sag mal, zweiten Tag irgendwie versuche ich ins Haus zu gehen, um Ideen zu kriegen. Und diese Räumlichkeiten brauche ich halt dafür, um das machen zu können. Das heißt, Schwabing wird jetzt gerade von Grund auf neu konzipiert mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, wo wir genau diese Konzepte umsetzen. Gepaart mit den, also eigentlich genau entlang dieser vier Faktoren, die ich gerade bei Produktivität für Wissensarbeiter genannt habe. Also wie kann ich optimale Teamkollaboration machen? Wie kann ich Kommunikationsräume schaffen zwischen Mensch-Mensch, also physischer Kommunikation, aber auch gerade alles, was Telekommunikation angeht. Wir haben einfach sehr viele Kontakte mit Kunden, mit USA, mit anderen Niederlassungen, wo wir halt irgendwie vernünftig Telepräsenz machen müssen. Und dann tatsächlich die Kreativitätsräume dafür. Und am Ende auch Fokus, also wo ich dann sehr fokussiert tatsächlich irgendwie arbeiten kann. Und wo ich möglichst wenig Hürden habe an Routine-Sachen, ne, also an Prozessen, die mich irgendwie belasten. Das ist so das Designprinzip von Schwabing. Grundstein ist gelegt und wir werden ein gutes Jahr einziehen. Ich freue mich doch. Also wir freuen uns alle schon sehr drauf. Wenn man das nochmal reflektiert, also worum geht es denn eigentlich dann bei Bürogebäuden oder bei Firmenzentralen, Firmengebäuden. Es ist Connect, nochmal, also was ich gerade gesagt habe, mit Teams, mit Kunden kommunizieren können und dass genau die Sache ist, physisch zu tun, aber halt auch die technischen Möglichkeiten. Es gibt halt irgendwie manche Technik, die man sich noch nicht mal eben mobil mitnehmen kann, also die großen Konferenzräume, also die Konferenzwände mit irgendwie Telepräsenz drin, mit dass man eben schreiben kann drauf. Also diese 100-Zoll-Dinge habe ich halt nicht zu Hause, sind auch ein bisschen teuer und auch groß. Kommt bestimmt bald mal, aber das sind Sachen, für die man ins Büro geht, weil man mit diesen Tools arbeiten kann. Protect, das hieß früher tatsächlich von Umwelteinflüssen beschützt sein oder tatsächlich in die Fabrik zu gehen, dass man irgendwie trocken war. Hier meint Protect tatsächlich irgendwie Gesundheit schützen.
Büros der Zukunft müssen auch so sein, dass sie geeignet dafür sind, den Mitarbeiter, den Wissensarbeiter durch die Wissensarbeit zu beschützen, also bei der Wissensarbeit zu beschützen. Das heißt Stressabbau, das heißt gesundes Essen, das heißt Bewegung. Viele Deutsche sind krank durch Sitzen. Wir sitzen zu viel. Wenn man sich nicht bewegt, wird man depressiv. Wenn man sich nicht bewegt, hat man körperliche Probleme. Wir sitzen viel zu viel. Das heißt, ich brauche Räume, wo ich eben nicht sitze, sondern mich bewege in meiner Tätigkeit. Ich brauche Licht und Luft. Licht wird total unterschätzt, Luft auch. Und Sound, also Geräusche, erst recht. Lärm macht krank. Das heißt, es sind alles Umgebungen, wo tatsächlich eine gute Wissensarbeit, die ich dauerhaft tue, sehr viele Gesundheitsparameter hat, die erfüllt sein müssen, dass ich ja tatsächlich das nachhaltig tun kann. Und das wird bei dem Design von den Gebäuden jetzt nicht im Nachhinein gemacht. Also das Ding ist fertig, die Schreibtische stehen drin. Aber wie mache ich es dann nochmal ein bisschen gesund? Ist genau andersrum. Der Mensch ist das Asset, das heißt, ich baue es um den Menschen herum. Also wir starten jetzt mit dem Gesundheitsmanagement und nicht danach. Und Identify, also früher hieß es ja mal, oder früher waren Gebäude Tempel. Im Tempel bin ich hingegangen, um mich einer Geschichte zu gewärtigen, mich zu identifizieren mit meinen Ahnen, mit meinem Stamm, mit meinem Volk, mit meinem König. Irgendwie in Verbindung zu treten mit den Werten, die meine Gruppe gerade ja, prägt, um mich da immer wieder daran zu erinnern. Natürlich sind Unternehmen, sollen keine Tempel sein und nichts Anbetungswürdiges, aber in dem Maße, wo Unternehmen immer virtueller werden, ist auch die Frage, was zeichnet das eine Unternehmen denn aus von dem anderen? Also wer bin ich? Plötzlich mal eine ziemlich relevante Frage. Wenn eben wer bin ich nicht mehr heißt, das ist die Maschine, sondern wer bin ich ist irgendwie eigentlich eine Gruppe von Menschen, die was gemeinsam tun und Ideen und Kultur, das sind alles abstraktere Werte als Maschinen, die man sich angucken kann, die müssen in irgendeiner Weise repräsentiert werden. Sie werden getragen durch die Menschen, durch meine Kollegen, durch meine Vorgesetzten, durch meine Mitarbeiter, aber sie müssen auch visualisiert begreifbar gemacht werden. Deswegen ist dieses Thema, das Gebäude ist dann das physische Gesicht des Unternehmens und muss dem Mitarbeiter, den Menschen auch helfen, einen Raum geben, ja, sich zu vergewärtigen, was machen wir zusammen, warum haben wir uns zusammengefunden, was sind unsere Werte, wird ein ganz entscheidender Punkt, gerade eben in der virtuellen Welt, also in der immer virtuellen Welt. Über dem ganzen Thema, durch alle drei Bereiche, durch Design, also Organisation, Technologie und Orte, und auch ich pick mir jetzt mal den Punkt Technologie besonders raus, steht das Wort Design. Design war früher so ein bisschen avantgardistisch, ja, also es gibt auch schöne Computer und die Chefs stellen sich halt die schönen Computer auf den Tisch, weil es eben schön aussieht. Ehrlich gesagt waren die ersten Computer echt ziemlich hässlich, ne? Wenn man sich überlegt, so ein graues Ding in dieser Größe mit 10 Kilo und so laut Geräuschkulisse eines Industrie-Staubsaugers auf dem Schreibtisch, war ein bisschen schwierig. Aber Design ist ja mehr. Also Sir Terence Conran hat mal dieses Zitat hier gebracht, ein gutes Werkzeug ist auch beautiful, ist auch schön. Und ich finde, so an alten handwerklichen Werkzeugen merkt man das auch. Ne? So ein Hammer ist wirklich schön. Das ist ein Geschenk, das seine Mitarbeiter ihm gemacht haben zu einem Jubiläum, dass sie halt irgendwie so ein Toolset, also ein Toolcabinet gebaut haben, wirklich nach den alten Werkzeugen, als wirklich sehr, sehr schönes, sortiertes Kabinett. Und ich finde, wenn man drauf guckt, merkt man auch, das ist wirklich sehr schön. Werkzeuge für Wissensarbeiter müssen genauso schön sein. Und zwar aus dem tieferen Grund, weil wenn sie schön sind, dann sind sie auch wirklich nützlich. Das heißt, das Nicht-Schön-Sein ist eine gute Indikation dafür, dass dieses Werkzeug seinen Zweck nicht erfüllt. Und nicht, dass es irgendwie auch noch schön ist. Genauso wie ein hässlicher Hammer sehr wahrscheinlich nicht funktioniert oder mir nicht so gut in der Hand liegt, sollten jetzt Tools, und mit Tools meine ich jetzt erstmal so Software, Technik, die muss wirklich schön sein. Muss auch minimalistisch sein. Nicht irgendwie hier noch Wheels und irgendwas dran. Wenn Sie diese Werkzeuge angucken, die sind exakt dafür da, was sie tun. Man sieht ihnen quasi an, was man mit ihnen tut. Heute viele Software, viele Technologien, denen sieht man eigentlich nicht wirklich an, was sie tun. Also die sprichwörtliche Bedienungsanleitung eines Videorekorders von früher zeigt ja, dass das vielleicht nicht so immer war.
Und dieses Thema, das kommt jetzt gerade erst neu. Also User Interface Design, das war schon eine Sache, die auch in unserer Branche natürlich lange Zeit irgendwie schon immer wieder wichtig war. Generell war es dann doch, dass Unternehmenssoftware oder Technologie dann doch eigentlich eher entweder technisch geprägt war oder kostenmäßig geprägt war, aber das Design kam am Ende. Wenn all das stimmt, was ich gesagt habe, Wissensarbeiter die wichtigsten Assets sind, Produktivität von Wissensarbeitern der Kernerfolg von Unternehmen zukünftig ist, ist das Kern, dass Design am Anfang steht und nicht am Ende. Und Design wird bei Technologie tatsächlich sich in so drei wesentlichen Sachen, die jetzt alle nicht neu sind, aber jetzt nicht Avantgarde, sondern Grundlage für die Masse sein muss. Es muss natürlich sein. Das heißt, die Bedienung, wenn man sich mal überlegt, wie wir Technik bedienen, und allein das Wort, ich bediene einen Computer, das werden unsere Kinder nicht mehr erzählen. Unsere Kinder werden sagen, der Computer dient mir. Sprache ist das Haus der Wirklichkeit und viele Sachen, die wir gelernt haben in den letzten 30 Jahren, sind tatsächlich geprägt von diesen Sachen, ich bediene die Maschine. Nein, ich bediene nicht den Computer, der dient mir. Das heißt, die Schnittstelle zwischen mir und der Maschine, dem Computer, der muss halt natürlich sein. Intelligent, ich habe es gerade mit Clippy schon gesagt, wir werden in eine Welt kommen, wo die Rechner, damit sie uns dienen können, viel mehr über uns wissen und intelligenter sind. Und letztlich, seamless, ich glaube, Technik wird viel mehr verschwinden noch. Die Sache, dass man in Büros Technik rumstehen hat, dass man Kabel sieht, das wird weg sein. Das wird eingebaut sein in Architektur, in Wände, ja, fast wie man es eigentlich aus Science Fiction kennt. Also Technik wird, also wir werden in die Zukunft gehen in den nächsten 50 Jahren, wo Technik immer weniger sichtbar ist als Technik. Es wird verschmilzen mit dem, was eigentlich die normale Welt ist, die Architektur. Und damit möchte ich auch schließen, die Welt von früher, die Welt, in die wir reingehen, die gerade passiert, die neue Arbeitswelt, wird aus meiner Sicht aus zwei Dingen bestehen oder zwei Kennzeichnungen haben. Das eine, sie wird weniger und weniger Grenzen uns setzen. Also Digitalisierung wird dazu führen, dass wir Grenzen von Zeit, von Raum, von Aufwand immer mehr dehnen können. Es wird also kein Aufwand mehr sein, an 1 Million Menschen was zu kommunizieren. Es wird kein Problem sein, irgendwie anstatt einer Sache was millionenfach zu fertigen. Entfernungen werden keine Rolle mehr spielen. Das heißt, wir werden eine große Entgrenzung haben, was Wirksamkeit angeht. Also jeder Einzelne kann viel, viel wirksamer werden. Gleichzeitig, und das mag vielleicht absurd klingen erstmal im ersten Moment, wird die Welt dadurch oder wird die Arbeitswelt dadurch humaner werden, also mehr menschlich werden, weil tatsächlich die Arbeit des Menschen jetzt eben nicht mehr ist, ich bediene die Maschine und stopfe quasi deren Lücken, sondern genau diese Entgrenzung, diese Maschine dient dem Menschen. Und dadurch kann tatsächlich die Arbeit, die wir tun, wieder mehr bezogen werden, Menschen dienen Menschen. Bis jetzt war es immer Menschen dienen Maschinen, Menschen dienen Prozesse. Wenn die Maschinen die Prozesse jetzt irgendwie in Zukunft alleine laufen, im Wesentlichen, können Menschen wieder darauf fokussieren, für Menschen zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten. Und dadurch werden wir wieder eigentlich zurückgeworfen auf irgendwie die kernmenschlichen Sachen. Auf eher Emotionen als auf Analytik. Und um mir ein letztes Bild mitzugeben, ich glaube, das Thema ist ja Metropolitan Ideas von der Munich Creative Business Week dieses Jahr. Und ich glaube, dass die Städte sind die Büros der Zukunft. In der Vergangenheit war es so, in dem 20. Jahrhundert, die Büros haben die Städte definiert. Im 21. Jahrhundert werden die Städte die Büros sein. Das heißt, ich werde in einer Stadt arbeiten. Stadt besteht für mich aus Unternehmen, aus Menschen, aus Privatwohnungen, aus öffentlichen Räumen und überall dort werde ich arbeiten. Mein Büro ist die Stadt. Und ich glaube, das wird eine Welt sein, die uns erlaubt, mit viel mehr menschlicher Nähe zu arbeiten. Und menschliche Nähe, und da glaube ich fest dran, ist der Schlüssel zu guter Arbeit. Vielen Dank.